Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Franzi und ohne jetzt groß auf meine Biografie einzugehen, ich habe vor ein paar Jahren meine Heilpraktika-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und möchte jetzt in diesem Video meine ehrliche Erfahrung und meine Tipps rund um das Thema Heilpraktika-Prüfung und Heilpraktika-Ausbildung mit dir teilen. Und deshalb hoffe ich, dass du dranbleibst und einen riesengroßen Mehrwert aus den folgenden Minuten für dich mitnehmen kannst. Denn hier sind ein paar Dinge, die ich mir so sehr gewünscht hätte, dass es mir jemand vorab oder auch, ja, zeitnah am Anfang mitgeteilt hätte. Denkfehler Nummer 1. Die Heilpraktika-Ausbildung ist ja kein Medizinstudium, also kann man das easy peasy nebenbei machen. Doch, es ist ein Medizinstudium. Und bevor ich jetzt aufrege, dass ich das gesagt habe, lass es mich mal ganz kurz erläutern. Natürlich ist es kein Studium an der Universität und es geht auch nicht in die Tiefe oder in den Umfang, wie man es im Medizinstudium lernt. Dennoch lernt man alle wesentlichen schulmedizinischen Zusammenhänge auch in ihrer Tiefe. Und es wird auch komplex, vor allem für Laien, die davor noch keinen wirklichen Bezug hatten zu medizinischen Berufen oder sich mit den ganzen Themen noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt haben. Also das möchte ich nur betonen, man unterschätzt, wie groß der Umfang ist fürs Lernen und wie viel man eigentlich da in den nächsten paar Jahren auf einen zukommt. Und das ist eben das Problem, was ich ansprechen möchte. Bei mir war es selber auch so, die meisten Leute machen diese Ausbildung in Teilzeit. Das bedeutet nicht, man macht nur die Hälfte, sondern man hat nebenher eine Familie, einen Beruf, den man vielleicht sogar noch in Vollzeit ausübt oder ein anderes Studium. Das war bei mir der Fall. Ich habe meine Heilpraktika-Ausbildung parallel zu meinem Studium gemacht, weil mir wurde ja gesagt, ja, Heilpraktika-Ausbildung, das kann man ja nebenher machen. Es war im Endeffekt aber ein Doppelstudium, bei dem ich sogar mehr Zeit und Kraft in meine Ausbildung investieren musste, als in mein eigentliches Studium. So perplex, wie das klingt. Und ich weiß einfach, dass für mich selber und für alle Leute, die das einfach parallel gemacht haben und Sachen versucht haben zu jonglieren, der Stresspegel steigt ins Unermessliche. Und es wird überhaupt kein Nebenherprojekt, die Heilpraktika-Ausbildung. Also wenn ihr euch das vornimmt und wenn du das sagst, hey, das möchte ich machen, sei dir bitte bewusst, dass es sehr, sehr viel Zeit und auch Kraft in Anspruch nehmen wird. Unterschätze es nicht und platziere es so, als wäre es ein, ja, Hauptstudium, denn es wird wirklich anstrengend werden. Ich möchte damit keine Angst machen, aber der Umfang ist nicht zu unterschätzen. Und schließlich willst du ja auch ein guter Heilpraktiker oder Gesundheitscoach oder was auch immer danach werden, ne? Und Leuten ja einen Mehrwert mitgeben auf dem Weg. Und dafür musst du dir auch wirklich Zeit nehmen für die Ausbildung und sie auch ernst nehmen. Also sieh es für dich als ein kleines Medizinstudium, wenn man das so sagen kann. Und ja, konzentrier dich wirklich drauf, schau, dass du nicht zu viele andere Projekte nebenher noch schaukelst und dass das wirklich dein Vollzeitprojekt ist. Wenn du noch arbeitest, schraub es auf ein Minimum runter, mach es in Teilzeit, aber versuch nicht, volle Kanne noch 1000 andere Wege zu verfolgen. Denkfehler Nummer 2. Heilpraktika-Ausbildung, das klingt total cool. Wahrscheinlich ist es sogar noch spannender als ein Medizinstudium, da lerne ich noch altes Wissen von der Naturheilkunde oder alten Kulturen und Traditionen. Das stimmt leider überhaupt nicht, denn man lernt wirklich in der Heilpraktika-Ausbildung nur das schulmedizinische Wissen. Mit dem Hintergrund, dass dich ja am Schluss auch ein Amtsarzt prüft, in der mündlichen Prüfung. Du hast auch noch eine schriftliche davor, aber der Amtsarzt, das ist ein Schulmediziner und da geht es auch darum zu testen, ob du keine Gefahr für die Volksgesundheit bist. Das heißt, du hast so viele Befugnisse später, dass sie natürlich auch abchecken müssen, hast du wichtige Dinge verstanden, so wie es halt auch gelehrt wird, auch an der Universität. Und die ganzen Sachen TCM, Akupunktur, Globuli, das, also deine ganzen persönlichen, sage ich mal, Interessen oder Schwerpunkte, die du danach naturheilkundlich in deiner eigenen Praxis oder in deinem eigenen Leben später anwenden möchtest, das lernst du jetzt nicht während der Heilpraktika-Ausbildung. Da gibt es Zusatzkurse und Fortbildungen, die man aufbauend macht. Viele machen es eben parallel. Da habe ich ja im ersten Punkt schon angesprochen, meine Bedenken diesbezüglich, aber es muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber bei der Heilpraktika-Ausbildung selber wird nicht, also bei der Prüfung selber wird nicht abgefragt, welche Globulis helfen gegen Husten, sondern wirklich die Schulmedizin. Und deshalb würde ich auch meinen ganzen Fokus während der Ausbildungszeit auch darauf setzen, weil das ist das, was abgefragt wird. Und ganz ehrlich, schadet auch nicht, diese Basics wirklich, wirklich gut zu kennen. Das hilft ja auch später, dieses naturheilkundliche Wissen besser einzuordnen. Außerdem, was ich jetzt noch persönlich als kleinen Tipp mitgeben kann, als ich mich damals informiert habe wegen den Heilpraktikerschulen, da gab es bei uns eine in München, die ist auch ganz alt eingesessen und total gut bekannt. Die macht in den 3 Jahren nicht nur eben die klassische Heilpraktikerausbildung mit dem schulmedizinischen Wissen, sondern integriert auch noch Iris-Diagnostik, eben TCM, Akupunktur und so weiter und so fort.
Das Ding ist nur, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich wollte mich auf diese eine Sache konzentrieren und da war ich zum Glück, habe ich da den richtigen Weg eingeschlagen. Mir wäre das tatsächlich zu viel geworden und dann hätte ich diese Zeit, wo die Lehrer mir was erklärt hätten, gar nicht genutzt. Ich wäre gar nicht vor dem ganzen Stress wirklich aufnahmebereit. Und das Coole war auch im Nachhinein, es haben sich nämlich in den 3 Jahren meine Interessen auch sehr mitverändert. Also am Anfang bin ich reingegangen und hatte eine ganz andere Vorstellung davon, was ich später beruflich machen möchte oder welchen Schwerpunkt ich auch in der Praxis haben möchte. Das hat sich in den 3 Jahren Heilpraktikerausbildung auch gewandelt. Also ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man das vielleicht mal hinten anstellt, weil ja, Interessen können sich auch mal verändern. Denkfehler Nummer 3. Ich mache die Heilpraktikerausbildung, weil es eine Abkürzung ist zum Medizinstudium und es geht einfach schneller. Jein. Also ja, die Heilpraktikerausbildung dauert im Schnitt so 3 Jahre, vor allem wenn man es schulisch macht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, nach den 3 Jahren, wie ich eben schon gesagt habe, hast du halt wirklich nur dieses schulmedizinische Wissen. Dir fehlt auch noch komplett Therapiemethoden, Wissen, wie du die Leute wirklich behandeln möchtest, was sind deine Techniken. Diese ganzen Fortbildungen hast du eigentlich nicht durchlaufen. Und selbst wenn du es irgendwie geschafft hast, ein paar Sachen schon anzufangen, seien wir mal ehrlich, ein Profi bist du eigentlich noch nicht. Und wie beim normalen Medizinstudium kommt danach ja nochmal die Spezialisierung. Also du hast dein PJ. Und danach geht es nochmal in die Tiefe, welchen Fachbereich möchtest du dann wirklich machen. Und beim Heilpraktiker, so kannst du es dir eigentlich auch vorstellen, nach den 3 Jahren, wenn du dich darauf fokussierst, wirklich die Heilpraktiker-Ausbildung zu machen, dann hast du im Anschluss, kannst du ja wählen, Osteopathie, Akupunktur oder was dich auch immer interessiert. Aber auch das, wie gesagt, kann 5 Jahre dauern, bei Osteopathie, das dauert ja bis zu 5 Jahren, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Akupunktur im Schnitt ja auch 2 bis 5 Jahre. Also die ganzen Aufbaukurse. Plus danach natürlich auch noch vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln, Praktika machen, kann auch ein langer Weg werden. Und selbst wenn du viele Sachen, wie gesagt, zeitgleich machst, warum die Eile? Ja, Zeit ist knapp, aber du willst ja auch gut drin werden, was du tust. Deshalb nutzt dir die Zeit, wirklich eins nach dem anderen auch zu lernen und stress dich da nicht durch. Also es kann vielleicht sein, dass es auch kürzer dauert als ein ganzes Medizinstudium, aber wir sollen uns auch nichts vormachen, dass das so ein ratzfatz ein Jahreskurs ist und dann können wir das super therapieren. Experten werden halt einfach nicht über Nacht geboren und da muss man schon mit dem Mindset reingehen, das wird ein Marathon und kein Sprint. Denkfehler Nummer 4, sich bei der Wahl der Schule auf die Schulgröße und auch so ein bisschen auf das Werbeimage zu verlassen. Da kann ich dir eigentlich nur wärmstens empfehlen, mach dir deine Meinung selber oder bilde dir deine Meinung selber, besser gesagt. Geh zur Schule, mach einen Probeunterricht, wirklich, da darf man einfach anfragen und red mit den Dozenten, was haben die für einen Background, wie lange sind die auch schon an der Schule, also wenn die jetzt halt ständigen Wechsel haben, weiß ich jetzt halt auch nicht, wie ja, nachhaltig oder solide das Ganze dann ist und rede vor allem auch mit den Schülern, auch aus den älteren Jahrgängen. Würden Sie die Schule weiterempfehlen? Was lief nicht so gut? Was lief gut? Also wirklich schau da lieber eine kleinere Schule wählen, wo du mega gutes Feedback hast, wo auch viel Praxis gelehrt wird, wo man sich nicht nur auf die Theorie versteift, wo auch Zeit ist für deine Fragen. Das würde ich persönlich wirklich dir wärmstens raten. Such dir eine Schule aus, die auch für dich persönlich passt. Denkfehler Nummer 5, mein Gespartes wird schon reichen. Jein. Also da muss ich wirklich sagen, tut's die rosarote Brille weg und rechnet lieber mit, ja, ich würde mal wirklich sagen, 1/4 on top der Kosten, von denen ihr schon mal gespart habt. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Heilpraktiker-Ausbildung selber, egal bei welchem Institut ihr seid, wir kennen es alle, zu 100% kann es uns ja auch keine Schule recht machen und das ist ja auch okay, das soll auch nicht der Anspruch sein. Ich will damit sagen, dass ihr trotzdem das Bedürfnis haben werdet, euch nochmal extra Bücher zu holen oder irgendwelche Online-Kurse euch einzuschreiben und einfach für euch selber die Inhalte nochmal anders aufzubereiten oder ja, andere verschiedene Präsentationsformen euch zu kaufen. Das war bei mir genauso. Das, was mir die Schule gegeben hat, hat einfach nicht gereicht und ja, jeder von uns hat tatsächlich dann auf seine eigene Art und Weise noch sich Sachen gekauft und nochmals alles zusammen gebastelt. Außerdem, jedes Mal, wenn du die Prüfung nicht bestehst, fallen Gebühren an. Also die Prüfung an sich abzulegen ist nochmal eine extra Gebühr, aber jedes Mal, wenn du nicht bestehst und nochmal erneut antrittst, musst du halt auch wieder zahlen. Und es kann tatsächlich, jetzt ich kenne genug Leute, die leider mehrere Jahre in Folge es immer wieder probiert haben, da kommt allein durch das Wiederholen eine ganz schöne Summe auch nochmal zusammen. Und bei mir war es circa, kann ich so sagen, Pi mal Daumen, 10.000 Euro, was ich ausgegeben habe. Es gibt auch kaum, also ich kenne niemanden, der irgendwelche Förderungsmöglichkeiten da bekommen hatte vom Staat. Es wurde mal geworben mit Bildungsprämien. Ich kenne niemanden, der das bekommen hat. Das Einzige, was ich kenne, ist das Konzept, dass tatsächlich einige Leute aus der Arbeitslosigkeit dann im Rahmen einer Fortbildung oder
Neuorientierung des bezahlt bekommen, aber das sind die einzigsten Fälle, wo ich jetzt weiß, dass die Menschen da nicht extra hohe Ausbildungsgebühren zahlen mussten. Macht es euch darauf gefasst, dass einfach nochmal on top Geld dazukommt und dann habt ihr vielleicht noch Bock auf eine kleine Fortbildung am Wochenende. Es ist ganz gut, wenn man weiß, man hat ein bisschen mehr auf der Seite, wenn es irgendwie möglich ist. Denkfehler Nummer 6, das ist vor allem einer, den ich gemacht habe. Ich kenne mich doch mit Gesundheit und allem, was dazugehört, mit dem menschlichen Körper so gut aus. Ich habe ja Vorkenntnisse und das klappt schon mit der Heilpraktiker-Ausbildung. Ich werde da richtig reinflutschen in den Stoff, so anstrengend wird es schon nicht. Ja, da war ich wirklich etwas sehr naiv. Ich habe ja schon vor meiner Heilpraktiker-Ausbildung war ich in der ganzen Sportszene, Training, ein bisschen Coach, durfte bei Leuten mitgehen, habe mich selber fanatisch, ja schon seit ich ganz jung war, 13, 14 Jahre, eingelesen in Gesundheit, Ernährung, Lifestyle, Sachen, die man machen kann, Schlafoptimierung. Also ich kenne mich schon sehr gut aus, was man machen kann, um sich gut und fit zu fühlen und dachte, dass einfach dieses Wissen, was man sonst so auch vielleicht mal hört, wenn man viel Bücher liest, Podcast hört, Social Media vielleicht konsumiert, dass das schon eine Art Vorwissen ist, ja? Also dass ich nicht ganz blind reingehe. Ich habe auch noch ein bisschen studiert, also davor, vor der Heilpraktiker-Ausbildung Gesundheitswissenschaften, also das war jetzt gar nicht mal so weit off, würde ich mal behaupten. Aber es war off. Also ich muss sogar zugeben, dass die ganzen Physiotherapeuten, mit denen ich in einem Kurs war, die haben sich genauso schwer getan wie ich. Vielleicht nicht bei den ganz kleinen Anatomieeinheiten, die wir gehabt haben, ganz am Anfang, wo auch ein bisschen so durchgehudelt wurde vom Lehrer, aber tatsächlich war diese Anatomie eh nicht das, was eigentlich in der Prüfung dann der Fokus wäre, was schade ist, aber ist einfach jetzt nicht so der allergrößte Fokus, den man hatte in der Heilpraktikerprüfung. Somit hatten die Physios auch richtig, richtig zu kämpfen. Ich auch sowieso. Und das Einzige, was ich mir dann jetzt gedacht habe, dass vielleicht sowas wie Rettungssanitäter, weil das eine Freundin von mir macht, dass die sich vielleicht leichter tun mit medizinischen Vorkenntnissen, weil die halt schon mal ein bisschen was gehört haben, was genau die Mechanismen sind hinter Schock, Schlaganfall, Herzinfarkt. Aber seien wir mal ehrlich, auch bei Leuten, die die Ausbildung gemacht haben und das schon Jahre her ist, das ist für alle nochmal ein kleiner Neustart. Also ich würde mich jetzt nicht übermäßig auf Vorkenntnisse verlassen und sich einbilden, dass man das super hinkriegt. Seid da lieber selbstkritisch mit euch und gebt euch im Kopf die Zeit, auch Ego ein bisschen runterschrauben und sagen, ja, ich glaube, das wird trotzdem nochmal ein Neuanfang mit dem, was ich lernen werde. Denkfehler Nummer 7, ich möchte meine ganze Ausbildungszeit ein bisschen verkürzen und fange deshalb mit der Spezialisierung schon etwas früher an. So, das sind schon mal ein Punkt, den ich etwas vorher angeschnitten habe, aber ich muss ihn einfach nochmal aufgreifen, weil es so, so wichtig ist. Ich kann davon nur abraten, aus folgendem Grund. Ich weiß, ich mache mich unbeliebt damit und ich weiß auch, dass bei uns allen die Zeit knapp ist und wir wünschten, wir hätten unsere Passion schon am besten gleich bei der Geburt gewusst, was wir machen mit unserem Leben und hätten uns nicht nochmal neu orientiert. Und man hat immer das Gefühl, ja, Zeit rennt einem davon, man ist der Letzte, man muss sich jetzt aber richtig beeilen. Aber ich kenne wirklich zuhauf Leute, die zum Beispiel während der Heilpraktiker-Ausbildung eine Osteopathie-Ausbildung nebenher gemacht haben. Das war jetzt bei uns in der Klasse total beliebt. Also zwei Drittel der Leute wollten unbedingt Osteopathie danach machen. Und, wie ich vorher schon gesagt habe, um das nicht hinten ranzuhängen und nochmal 5 Jahre zu machen, haben sie es parallel gemacht. Haben meistens noch nebenher gearbeitet. Gut, kein Kommentar dazu. Der Stresspegel steigt natürlich ins Unermessliche, aber das ist nicht nur das Einzigste. Und natürlich testet der Amtsarzt auch, wie stressresistent du bist. Also wenn du da wieder deine Nerven verlierst, weil du schon am Ende bist, auch fraglich, ob das jetzt so schlau ist. Aber was ich vor allem schlimm finde, ist, dass in dem ganzen Ehrgeiz, alles zu schaffen, verliert man manchmal so den roten Faden und wirklich den Blick fürs große Ganze. Du kannst dir nicht die Dinge wirklich nachhaltig ins Langzeitgedächtnis einprägen, wirklich dir die Zeit nehmen, alles zu verstehen, wenn du nebenher zum Beispiel Heilpraktiker und Osteopathie machst. Seien wir mal ehrlich, du hudelst dich dann irgendwie durch, nur damit du beides schaffst, aber in dieser Zeit, wo du hudelst, da geht auch extrem viel Wissen vielleicht einfach an dir vorbei, weil du auch in der Klasse sitzt und einfach nicht mehr dich konzentrieren kannst, weil du bist übermüdet, du bist gestresst und kannst dich auch nicht mehr konzentrieren. Daheim hast du keinen Nerv mehr, die Sachen nachzuarbeiten und von Woche zu Woche häufen sich die Berge. Ich kenne einen anderen Kumpel von mir, der hat erst die Osteopathie-Ausbildung gemacht und gegen Ende die Heilpraktiker-Ausbildung und er hat auch gesagt, allein schon bei der Osteopathie-Ausbildung hat er das Gefühl, die Zeit reicht schon nicht, sich in diese ganzen Themen einzuarbeiten. Und als dann eben vor allem die Heilpraktiker-Ausbildung noch on top dazu kam gegen Ende, das wurde zu viel. Also hat man auch den Cut gesetzt, das ging ja nicht mehr, weil er hatte gar keinen Kopf mehr für das eine und für das andere. Also da würde ich auch nochmal gerne einen Alarm setzen für euch. Überlegt es euch wirklich, ob das so sinnvoll ist, das alles nebenher zu machen, weil gut Ding will Weile haben und deshalb dauert ja auch ein Medizinstudium übelst lange, aber es hat einfach seinen Grund. Du willst die Sachen ja wirklich drauf haben und dafür musst du sie
oft lernen, oft wiederholen, ja, da kommt leider kein Weg dran vorbei. Denkfehler Nummer 8, sich zu sehr auf diese alten Prüfungen verlassen, die Fragen alle auswendig lernen und hoffen, dass in der schriftlichen Prüfung die Fragen wiederholt werden. Den Fehler hat eine Bekannte von mir aus der Heilpraktikerausbildung gemacht damals, hatte sich schon dreiviertel Jahr davor so einen fetten Ordner ausgedruckt, wo alle Fragen fein säuberlich seit 2001 sortiert waren. Und das Problem ist damit, dass ganz am Anfang, ich glaube 2001, 2002, da, als es losging, da haben sie wirklich bis 2008, hat man immer wieder gemerkt, da wurden Fragen wiederholt, wirklich wieder aufgegriffen. Und da hat man natürlich gesagt, okay, jetzt poker ich lerne nicht so viel, ich konzentriere mich auf die Fragen. So wie beim Führerschein, hauptsächlich beantwortet die Fragen und das gibt es immer wieder so eine Wiederholung. Aber das Ding ist, das hat sich jetzt halt wirklich schon total geändert und ich glaube seit 2011 oder 12 haben die wirklich nicht nur komplett neue Fragen, die sie sich ausdenken, sondern es geht auch wirklich um die Tiefe. Also man merkt immer mehr, dass wirklich tiefes Verständnis abgefragt wird und dass man nicht nur durch so klassisch Kreuzen, Multiple Choice, komische Fragenformulierungen Sachen ausschließen kann. Das geht mittlerweile kaum mehr. Also bei kaum einer Frage kannst du allein von der Formulierung her dir Sachen wegdenken oder nach ABC-System raten, jetzt kam A schon ein paar Mal dran, jetzt muss B kommen. Also da gibt es mittlerweile kaum mehr Logik, wenn man es irgendwie versucht, sich durchzumogeln und da wird wirklich tiefes Wissen abgefragt. Und ich kann da nur sehr dankbar sein, dass ich mir die Zeit genommen habe, wirklich das in der Tiefe zu verstehen, weil dann konnte ich mir auch die Antworten herleiten und dann wirklich selbstsicher sagen, okay, das muss jetzt Antwort C sein, obwohl es schon das 10. Mal in Folge Antwort C war. Nur so zur Info, das würde ich euch wirklich empfehlen, verlasst euch da nicht zu sehr auf die alten Prüfungsprotokolle. Gerne durchmachen, aber nicht die Fragen auswendig lernen. Denkfehler Nummer 9, auch für die mündliche Prüfung, dass man sich nur auf die wichtigsten Dinge konzentriert und glaubt, dass wenn man sich auf die paar Sachen beschränkt, den Rest mal verdrängt, weil man ja keine Zeit hatte, sich die anzugucken, dass man schon irgendwie rocken wird. Und das stimmt, man tut in der Vorbereitung auf die mündliche Heilpraktikerprüfung definitiv einen Fokus setzen auf Gesetzeskunde, Rechten und Pflichten, dann auf die wichtigsten Organsysteme und deren Pathologie, zum Beispiel jetzt halt Gehirn, Nervensystem, Herz-Kreislauf. Das Ding ist, warum ich das nicht empfehlen würde, und da mache ich mich jetzt auch unbeliebt, weil ich wieder das gleiche predige, skippt nicht die Basics. Macht das ganze Ding komplett, von A bis Z. Dann müsst ihr auch keine Angst haben oder wirklich dann aus dem Ruder geraten bei der mündlichen Heilpraktikerprüfung. Und wenn sie ein bisschen tiefer bohren, merken die, hey, die hat's gelernt, hat wirklich die Materie zutiefst verstanden. Denn wir kennen alle diesen einen Glückspilz, das war bei meiner Freundin, war es übrigens genauso. Sie hat nur gelernt die allerwichtigsten Sachen, also die ganzen Notfälle, Erste-Hilfe-Sachen, top. Ich habe alles gelernt. So, bei ihr ist es halt jetzt so, sie hat jetzt auch ihre eigene Praxis und sie ruft mich immer noch an oder fragt mich ständig richtig grundlegende Sachen. Also wo ich schon fast schockiert bin und ihr am liebsten jetzt mal wirklich mal sagen möchte, du musst dir das alles nochmal durchgehen. Weil es kann nicht sein, dass du das eigentlich nicht beherrschst und solche grundlegenden Dinge nicht miteinander verknüpfst und nicht in der Tiefe begreifst. Das finde ich einfach fraglich. Du kannst die mündliche Prüfung schaffen. Es gibt immer die Leute, die irgendwie durchkommen. Gibt's immer. Ich bin nicht so jemand, der einfach durchkommt. Ich muss immer buckeln. Das war schon immer so. Aber es gibt die Glückspilze. Keine Frage. Aber da ist auch wieder, ne, die Frage stellt sich, wenn du später praktizierst, aber du hast gar nicht dieses große Ganze. Du hast nicht das Fundament wirklich verstanden. Dein Wissenshaus fundiert nicht auf einer soliden Basis. Warum hast du dann alles so gemacht? Ich dachte, du brennst auch dafür, zum Beispiel Heilpraktikerin zu werden. Also das möchte ich immer nur wieder betonen, weil ich es einfach zu oft gesehen habe. Man hudelt sich so durch, man sieht die Heilpraktikerausbildung als Mittel zum Zweck, als Lizenz, um Osteopathie zu praktizieren oder einfach Heilkunde zu praktizieren. Aber die Leute, habe ich das Gefühl, die sehen auch gar nicht das Geschenk, was es eigentlich bedeutet, sich da mal die Zeit zu nehmen und das Ganze wirklich auch von Grund auf zu lernen und zu verstehen. Und wenn man dieses eine medizinische Basiswissen mal hat, ist es auch viel leichter, alles Spätere zu erlernen. Das geht danach wirklich flott. Ich habe das Gefühl mittlerweile, wenn man die Basis wirklich verstanden hat, kann man sich so viele Sachen auch herleiten. Also auch wenn man sich einmal die Mühe machen muss, alles zu erarbeiten, alles was danach kommt, ihr werdet euch ein Leben lang leicht tun. Ja, ich hoffe, das könnt ihr irgendwie nachvollziehen und da das für euch mitnehmen. Und vielleicht kann ich euch dazu auch motivieren, das wirklich mit mehr Herzblut zu machen, auch wenn ich weiß, es manchmal ärgerlich ist, wenn man die Dinge sich denkt, warum mache ich das? Aber versucht dem Ganzen ein bisschen eine Chance zu geben und das als einmalige Lerngelegenheit zu sehen, von der ihr ein Leben lang profitieren werdet.
den letzten Tipp, den ich dir noch auf den Weg mitgeben kann. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und zwar, wie du die Heilpraktiker-Ausbildung prinzipiell aufbaust. Muss ich ehrlich sagen, das sei völlig dir überlassen. Es gibt tolle Online-Kurse, tolle Online-Schulen, es gibt tolle Schulen vor Ort. Ich habe einen Kumpel, der ist ein mega guter Heilpraktiker, der hat sich das alles selber erarbeitet, also gewaltig und ohne medizinische Vorkenntnisse, hat aber die Prüfungsvorbereitung, natürlich, die sollte man immer noch mal bei irgendeiner Schule machen, vor Ort mit einer Person, um wirklich Erste Hilfe, Injektionstechniken, Untersuchungstechniken noch mal zu üben. Und jetzt kommt der ganz, ganz große Tipp, auf was ihr wirklich achten solltet. Während die Wahl der Schule, okay, seid völlig euch überlassen, wie ihr das macht, aber da, wo die mündliche Prüfung ablaufen wird bei euch, zum Beispiel ihr wohnt in Augsburg und da gibt es ja Augsburg Land, Augsburg Stadt, guckt da wirklich, dass ihr dann auch nicht die Prüfungsvorbereitungskurse noch in München habt, weil es ist immer so, so gut, wenn man an der Schule vor Ort in Augsburg zum Beispiel ist, weil die Lehrer oft auch teilweise die Amtsärzte kennen und zwar jetzt nicht Buddies und dann koppelt schon durch die Prüfung, ganz im Gegenteil, sondern einfach die wissen, was in dem Amt, wo ihr dann auch die Prüfung ablegt, vielleicht oft gefragt wird. Die haben noch Kontakt mit ehemaligen Schülern, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben. Die haben wirklich Ahnung oder hoffentlich Ahnung, wenn sie auch diesen Kurs anbieten, was einfach ansteht bei euch individuell. Und ihr wisst ja selber, die Heilpraktiker-Ausbildung, wie generell das Bildungssystem in Deutschland, ist leider nicht einheitlich. Aber die Heilpraktiker-Ausbildung schon gar nicht. Und deshalb ist es wirklich, es gibt so riesengroße Unterschied von Wohnort zu Wohnort, von Amt zu Amt. Und schaut, dass ihr dann wirklich auch die Prüfungsvorbereitung, also den Trainingskurs da macht, wo ihr auch die Heilpraktiker-Prüfung ablegen werdet. Und zu guter Letzt ein bisschen Selbstwerbung, das muss jetzt halt sein, weil ich mir auch so sehr gewünscht hätte, dass mir jemand damals geholfen hätte, diese ganze Masse an Lerninformationen und Flut an neuem Input zu verdauen und dass ich es mir einfach nachhaltig merken kann und stressfrei alles Schritt für Schritt gelernt und verstanden hätte. Das war leider nicht der Fall und deshalb habe ich stundenlang jede Woche da gesessen und mir aus verschiedenen Skripten, Unterlagen selber Materialien erstellt zum Lernen, damit ich mir es überhaupt bis zur Prüfung in ein paar Jahren alles merken kann. Und Leute haben mich dann darauf angesprochen, also Freunde und Bekannte haben gesagt, hey, das war so eine coole Sache, was du da gemacht hast, mir hat es geholfen, kannst du nicht mit noch mehr Leuten teilen, das ist bestimmt ein Mehrwert und da habe ich mich dazu überreden lassen. Und es ist tatsächlich jetzt seit den letzten 6 Jahren, habe ich ein Lernwerk erstellt, vor allem für angehende Heilpraktiker, die auch vor der Ausbildung oder in der Ausbildung stecken oder nochmal die Prüfung machen müssen und irgendwie eine Synthese brauchen von all dem Wissen, dass sie es nochmal parat haben. Also das ist für alle meine gleichgesinnten Leidensgenossen gedacht, damit ihr einfach das Ganze, den ganzen Input, die ganze Wissensflut, die da auf euch zukommt in der Ausbildung oder nochmal dann zum Wiederholen jederzeit, immer parat habt. Die Sachen sind total spielerisch, leicht zu merken, aufbereitet, mit ganz vielen Eselsbrücken, Bildern, visuellen Lernhilfen, dass man auch wirklich, ja, sich leichter tut, die Sachen zu merken, dass es mehr Spaß macht und auch wirklich nachhaltig im Langzeitgedächtnis kleben bleibt. Das Lernwerk, das habe ich How to Heilpraktiker getauft und da findet ihr unter anderem 21 verschiedene Module, also die ganzen Themen sind aufgedröselt in verschiedene Lernmodule. Ihr findet die allerwichtigsten und relevantesten Differentialdiagnosen immer auf einer Übersicht, damit ihr die Sachen besser verknüpfen könnt, auch für die Prüfung, okay, das sind die wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss, die ich immer parat haben sollte. Und ganz viel mehr auch noch im Lernwerk, also wenn es dich interessiert, ich werde es auf jeden Fall in der Infobox verlinken und auch nochmal hier oben in der Karte. Schaut es einfach an, ich habe da sehr viel für euch zusammengestellt und ich bin mir sicher, du wirst einen riesen Mehrwert davon mitnehmen für dich. Falls du kein Heilpraktiker bist, ist es gar kein Problem, also wenn du eine andere medizinische Ausbildung machst oder auch einfach wirklich medizinische Hintergründe für dich besser verstehen möchtest, also einfach im Alleingang das alles ein bisschen mehr verstehen. Also es muss jetzt auch gar nicht sein, dass du in die Ausbildung gehst. Das war für mich einfach ein wirkliches Anliegen, dass Menschen tiefer gehendes Verständnis von Medizin haben, auch als Laie, auch eben als Nicht-Medizinstudent. Darum wäre das Lernwerk auch für dich geeignet. Keine Frage, weil das finde ich echt das Coole bei der Heilpraktiker-Ausbildung. Wenn man es, finde ich, richtig macht und sich auch die Zeit nimmt, kann jeder, ob egal welche schulische Vorbildung, egal ob man das Recht darauf hat, Medizin zu studieren oder nicht, diese Themen erlernen, Schritt für Schritt. Leider sind die heutzutage immer noch sehr erschlagen aufbereitet, die ganzen Ausbildungen, aber die Unterlagen, die ich für dich habe,
da wirst du auch großen Mehrwert davon ziehen. Du wirst viel mehr verstehen, was im Körper eigentlich los ist. Also wenn das dich auch reizt, kannst du das gerne trotzdem auschecken. Ansonsten für alle Heilpraktiker, Gleichgesinnten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ich habe ja auch meine E-Mail-Adresse verlinken in der Infobox. Ich antworte auch so gut ich kann auf alle Nachrichten, die ihr mir schickt. Und ich hoffe auch, dass dieses Video einen riesengroßen Mehrwert für dich jetzt gegeben hat, dass du viel mehr weißt, was auf dich zukommt. Vielleicht konnte jetzt mein Geplauder aus dem Nähkästchen dir auch ebenfalls helfen. Ich weiß, das Video war sehr, sehr umfangreich. Deshalb bedanke ich mich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zum Ende durchzugucken. Aber so wie ich dich kenne, das hätte ich nämlich auch gemacht. Wenn du für irgendwas brennst, dann ist es egal, wie lange die Info ist, man zieht sie sich rein. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Video einen riesengroßen Mehrwert für dich mitnehmen konntest und jetzt einfach mehr Bescheid weißt, was auf dich zukommt. Wenn du es mit jemandem teilen möchtest, der ebenfalls in der Situation steckst wie du, freut es mich natürlich sehr. Ansonsten drücke ich dir die Daumen für deine Heilpraktiker-Ausbildung und für deinen ganzen beruflichen Werdegang. Mach's gut, pfiat die!